Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute zum dritten Video über die Insta360 Go 2. Die kleine Action-Cam hier mit dieser interessanten Ladeschale. Heute soll es mal um die Bedienung gehen. Die ist nämlich auch ganz interessant und zwar gleich dreistufig. Man kann die Kamera selbst bedienen. Man kann die Kamera via dieser Ladeschale bedienen. Und als drittes gibt es ja auch noch eine Handy-App, mit der man die Kamera natürlich auch bedienen kann. Wie das alles im Einzelnen funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Starten wir als allererstes mit der Bedienung der Kamera selbst. Die hat ja hier einen einzigen Knopf. Und mit diesem einen Knopf kann man trotzdem eine ganze Menge Funktionen direkt auslösen. Es gibt natürlich keinen Bildschirm, der euch jetzt anzeigt, in welchem Modi ihr seid und ob ihr filmt oder nicht. Aber es gibt hier eine Status-LED und die Kamera vibriert auch, um euch bestimmte Dinge anzuzeigen. Ja, fangen wir mal mit der Bedienung an. Wenn wir die Kamera hier ausgeschaltet haben und den Knopf hier einmal kurz drücken, dann vibriert die Kamera kurz und startet danach mit der Aufnahme eines normalen Videos. Es gibt zwei Arten von Videos, einmal normales Video und Pro-Video. Das normale Video ist ein Video, was im Prinzip direkt von euch genutzt werden kann. Das Pro-Video, das beinhaltet noch wesentlich mehr Informationen und muss dann in einer speziellen Software verarbeitet werden, bietet dafür dann aber auch solche Sachen wie zum Beispiel eine automatische Bildstabilisierung. Ja, ihr seht auch, dass die Kamera jetzt hier ein Video aufnimmt, einfach indem hier die Status-LED blinkt. Und das wird eine bestimmte Zeit lang aufgenommen. Wie lange, das könnt ihr in der App festlegen. Und ihr könnt das natürlich auch vorher abbrechen, indem ihr einfach nochmal hier auf den Knopf drückt. Dann vibriert die Kamera lange, das Video wird abgespeichert und die Kamera ist danach wieder im ausgeschalteten Modus. Ihr könnt im ausgeschalteten Modus auch diesen Knopf doppelklicken. Wenn ihr das macht, dann wird ein Foto aufgenommen. Und jetzt wird das Foto geschossen und danach vibriert die Kamera wieder lang und schaltet sich danach direkt wieder aus. Das heißt, im ausgeschalteten Zustand kann man ganz normales Video aufnehmen und man kann auch ein Foto schießen und wie gesagt, dann geht die Kamera auch direkt wieder aus. Wenn ihr den Knopf länger gedrückt haltet, dann vibriert die zweimal und dann geht die Kamera regulär an. Wenn sie jetzt regulär angeschaltet ist, dann stehen wiederum andere Funktionen zur Verfügung. Wenn ich jetzt nämlich hier einmal auf den Knopf drücke, dann beginnt ebenfalls eine Aufnahme, aber es wird ein sogenanntes Pro-Video aufgenommen, was dann eben diese Zusatzinformationen enthält, um eine einfache Bildstabilisierung durchzuführen. Auch hier seht ihr, dass die Kamera jetzt blinkt und das Video aufnimmt und wir können das hier einfach mit einem weiteren Druck natürlich auch vorzeitig beenden. Ja, zu guter Letzt gibt es dann noch die Möglichkeit, einen Doppelklick zu machen und damit ein Timeshift-Video zu starten, also eine Zeitrafferaufnahme. Auch das können wir mal gerade machen. Ein Doppelklick und dann beginnt hier die Zeitrafferaufnahme. Auch das wird euch natürlich hier wieder angezeigt. Und auch die können wir natürlich jederzeit vorzeitig unterbrechen, indem wir das jetzt hier einmal drücken. Die Kamera ist danach immer in einem Art Standby-Modus. Das heißt, die ist eingeschaltet und ihr könnt die auch mit diesen eingeschalteten Funktionen benutzen. Aber man kann die auch komplett ausschalten. Dazu muss man den Knopf einfach wieder drücken und halten. Und nach 2 Sekunden wird die Kamera dann komplett ausgeschaltet. Vielleicht abschließend hier noch zu diesem einen Druckknopf der Hinweis, falls mal irgendwas nicht stimmen sollte, falls die Kamera mal irgendwie hängen sollte oder sowas, kann man diesen Knopf auch, ich glaube, 6 Sekunden oder 8 Sekunden gedrückt halten und dann wird ein kompletter Reset durchgeführt und die Kamera wird auf die Standardeinstellung, die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Kommen wir dann jetzt zur Bedienung der Kamera in der Ladeschale bzw. mit der Ladeschale. Denn diese Knöpfe und den Bildschirm hier in der Ladeschale, den könnt ihr nutzen, wenn die Kamera drin steckt. Aber ihr könnt die Kamera auch rausnehmen und quasi das Ganze hier als Fernsteuerung für die Kamera nutzen. Das zeige ich euch jetzt mal und sage euch auch, wie hier die Bedienung abläuft. Ja, zunächst einmal müssen wir hier die Aufnahmetaste drücken, um eine Verbindung herzustellen. Und ihr seht, die Kamera startet dann auch,
geht an und es wird jetzt hier eine Verbindung hergestellt. Im Display kriegen wir jetzt angezeigt, in welchem Modus wir sind. Wir sind jetzt hier im Pro-Modus und dann ist auch die Auflösung verzeichnet, beziehungsweise hier das Format, welchem Weitwinkel wir haben, all solche Sachen oder hier die Bildwiederholrate, das steht hier und auch wie viel Speicherplatz noch auf dem internen Speicher verfügbar ist. Wir können jetzt hier über diesen Knopf durch die einzelnen Funktionen durchschalten, also Timeshift, Timelapse, HDR-Video, Slow Motion, hier nochmal Settings und das Standard-Video bzw. das Standard-Foto. All diese Funktionen können wir jetzt hier aufrufen und wir können die natürlich auch starten. Das heißt, wenn wir mal hier so ein normales Video haben, dann können wir hier einmal auf Aufnahme drücken und dann wird jetzt hier ein entsprechendes Video aufgenommen. Ihr seht dann auch hier, wird euch angezeigt, wie lange die Aufnahme schon läuft. Und das Interessante ist, ihr könnt die Ladeschale dann auch zuklappen, zur Seite legen, zum Beispiel eine kleine Fahrradtour machen und dann zwischendurch anhalten, die Ladeschale wieder aufklappen, nochmal euch neu verbinden. Die Kamera nimmt so lange weiter auf und dann wird euch das hier auch entsprechend angezeigt und ihr könnt dann zum Beispiel die Aufnahme auch einfach wieder stoppen. Ja, man kann hier aber noch mehr machen. Man kann auch die Einstellungen der einzelnen Modi hier anpassen. Dazu hält man die Aufnahmetaste für ein paar Sekunden gedrückt und dann seht ihr, kommen wir jetzt hier in diese Einstellungen rein. Wir können jetzt hier durch die einzelnen Punkte durchgehen und ich kann zum Beispiel jetzt hierüber dann die Auflösung ändern auf 1440 oder die Bildwiederholrate ändern auf zum Beispiel 30 FPS. Auch den Aufnahmewinkel kann ich ändern, die Farbe kann ich ändern und auch die Aufnahme dauern. Hier standardmäßig 15 Sekunden kann ich zum Beispiel auf 30 Sekunden ändern. Und wenn ich das alles angepasst habe, gehe ich hier unten einmal auf Dann und bestätige das. Und dann werdet ihr sehen, sind jetzt hier auch die entsprechenden Einstellungen für das Video geändert worden. Das funktioniert natürlich jetzt hier nicht nur bei dem Video, sondern auch bei anderen Funktionen. Wenn ich in den Pro-Modus gehe, dann habe ich hier, wenn ich jetzt hier drücke, ebenfalls die entsprechenden Einstellungen, die ich dann hier anpassen kann. Oder zum Beispiel, wenn wir weitergehen auf ein Timelapse-Video zum Beispiel und dann hier einmal reinschauen, dann haben wir hier auch die entsprechenden Funktionen. Und hier sehen wir dann, können wir zum Beispiel auch die Anzahl oder an welchen Sekunden ein Foto gemacht werden soll. Das können wir hier entsprechend anpassen. Ja, neben diesen Einstellungen der einzelnen Modi gibt es dann hier noch einmal diese Settings ganz zum Schluss. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. In den Settings, wenn wir die einmal hier dann bestätigen. Da können wir noch so ein paar weitere Funktionen aufrufen, wie zum Beispiel eine Windgeräuschreduktion beim Mikro. Dann haben wir hier einen Anti-Flicker. Das ist, wenn man Innenaufnahmen hat mit klassischen Glühbirnen, dann kann man das hier entsprechend ändern. Hier gibt es kann man das Auto abschalten ändern. Also nach 120 Sekunden wird hier automatisch abgeschaltet. Man kann das Bildformat ändern oder das Videoformat ändern von H264 auf H265. Es gibt hier einen Bitraten, den man anpassen kann. Die LEDs kann man anpassen und solche Sachen wie Sprache einstellen oder automatische WLAN-Verbindung. Und hier kann man auch die Karte formatieren. Das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel irgendwelche alten Aufnahmen noch drauf hat und vor einer neuen Session dann einfach die Kamera mal leer machen möchte. Ja, um das Ganze hier wieder zu deaktivieren, ist auch ganz einfach. Da macht man einfach hier einmal zu und dann ist hier das Ding quasi ausgeschaltet. Das wird dann automatisch ausgeschaltet. Die Kamera wird normalerweise auch automatisch ausgeschaltet, wenn die hier drin ist. Und wenn die nicht da drin ist, dann müsst ihr die natürlich solo ausschalten. Das heißt, einmal kurz den Knopf drücken und gedrückt halten. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Bedienung über die App. Die müsst ihr natürlich vorher herunterladen. Im App Store oder Play Store könnt ihr euch die ziehen, installieren das Ganze. Wie das funktioniert, habe ich ja schon beim letzten Mal gezeigt. Ja, dann schalten wir die Kamera hier einmal ein. Also kurz drücken und halten den Knopf. Dann ist die eingeschaltet. Und jetzt können wir hier die App verbinden, einfach indem wir hier unten auf diesen mittleren gelben Knopf drücken. Dann wird zunächst mal per Bluetooth hier einiges ausgehandelt. Und irgendwann plöppt dann hier eine Meldung hoch für das WLAN. Da klickt man dann einmal auf Verbinden, dann wird eine WLAN-Verbindung hergestellt zwischen den beiden und dann ist auch die Reichweite natürlich entsprechend etwas größer. Ja, wenn die Verbindung dann steht, dann wird euch das hier angezeigt und jetzt
könnt ihr die Kamera fernsteuern. Es gibt in der App noch eine ganze Menge weitere Funktionen, die schauen wir uns aber mal irgendwann anders an. Ich klicke jetzt hier erstmal auf dieses gelbe Kamerasymbol und dann kommen wir hier in die Vorschau, in die Live-Vorschau der Kamera rein und hier können wir jetzt jede Menge Sachen anpassen. Ihr seht schon, ganz unten haben wir hier zunächst mal die Möglichkeit, verschiedene Modi zu starten. Es gibt zum Beispiel hier noch den Starlapse, das ist ein Timelapse für Sternenaufnahmen. Dann gibt es hier Intervallfotos, die man machen kann, sodass man nachher eine ganze Menge Fotos dann hat, die man selber bearbeiten kann. Es gibt hier eine Nachtaufnahme, die man machen kann. Dann haben wir das klassische Foto. Und das sind im Prinzip eigentlich so die Fotoaufnahmen. Und jetzt kommen die Videofunktionen. Das heißt, wir haben hier das klassische Video, das normale Video, das eben aber auch keine Stabilisierungsinformationen enthält. Dann haben wir das Pro-Video mit diesen Stabilisierungsaufnahmen. Es gibt Zeitraffer und Time Shift. Das ist dann halt, Time Shift ist halt, wenn ihr selber in Bewegung seid. Zeitraffer ist, wenn die Kamera auf dem Stativ steht. Dann gibt es HDR-Videos, wenn also ein hohes Kontrastverhältnis ist, ihr zum Beispiel in der Sonne filmt oder dunkle Schatten irgendwo sind. Dann gibt es hier noch Slow-Motion-Aufnahmen, also wo man etwas Schnelles langsamer machen kann. Und es gibt hier diesen Punkt Reframing Live. Das ist, glaube ich, etwas, was dann hier in Kombination mit der App WeChat genutzt werden kann für Live-Chats zum Beispiel. Aber da ich die App nicht nutze, kann ich euch das hier nicht zeigen. Ja, wir gehen mal zurück in den Bereich Pro Video. So, und dann gibt es hier die Möglichkeit natürlich, die Aufnahme einmal zu starten. Das signalisiert euch die Kamera natürlich auch immer wieder mit einer kurzen Vibration. Dann wird euch hier angezeigt, wie lange das Video schon läuft. Und das können wir natürlich hier auch wieder stoppen. Das aufgenommene Video kann man sich dann hier anschauen. Da seht ihr das. Da könnt ihr dann auch so Sachen nachträglich noch ändern. Das Video schneiden, Gesichtsfilter drauflegen. Aber wie gesagt, das ist was für ein eigenes Video. Interessant sind dann hier noch einige Einstellungen, die wir haben. Wir haben hier zum Beispiel den Automodus. Den können wir hier ausschalten. Der ist hier standardmäßig immer an. Und das bedeutet, wir können hier manuell eingreifen in bestimmte Sachen, wie zum Beispiel den ISO-Wert oder auch die White Balance oder auch das Shutter Speed. Wir können eine ISO-Priorität schalten. Das heißt, das wird dann eben die Blende entsprechend angepasst oder eine Blendenpriorität, sodass wir die Blende vorgeben. Und der ISO-Wert wird entsprechend oder Shutter Speed wird entsprechend angepasst, je nachdem, was man haben möchte. Und ihr seht auch, wir können auch hier das White Balance hier einfach ausschalten dann und dann anpassen, manuell schalten. Und das geht auch hier für die Belichtung natürlich, wenn wir es zum Beispiel etwas dunkler machen wollen, das Bild, dann kann man das hier alles anpassen und so dann genau das so haben, einstellen die Videos, wie man es gerne hätte. Und wenn man hier wieder auf Auto geht, dann ist man wieder in diesem Automatikmodus. Ja, es gibt dann allerdings noch weitere Einstellmöglichkeiten. Wenn wir einmal, ich zeige es euch nochmal hier, auf diese Regler gehen, dann können wir hier die Recording Length anpassen, also die Aufnahmelänge. Hier kann man wählen zwischen 15 Sekunden Clips, 30 Sekunden Clips und da war ja beim Vorgänger dann auch schon Schluss. Hier gehen jetzt längere Clips bis zu 30 Minuten, wobei man da sehr vorsichtig sein muss bei 30 Minuten Aufnahmen. Die Kamera wird sehr, sehr warm, die ist halt doch sehr klein und kompakt und das bedeutet, es ist alles eng zusammengepackt und die Kamera wird warm. Das heißt, Aufnahmen von 30 Minuten oder auch von 15 Minuten, die solltet ihr nur draußen machen, wenn ordentlich Belüftung auch da ist. Ansonsten reduziert das lieber auf eine etwas kürzere Aufnahmezeit. Ja, aber wie gesagt, die Aufnahmezeit, das ist nur die maximale Aufnahmezeit. Ihr könnt die natürlich auch jederzeit per Knopfdruck schon vorher beenden. Ja, das sind so die Funktionen, die wir hier unten im unteren Bereich haben. Wir haben aber auch noch im oberen Bereich Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel hier das Farbprofil anpassen. Es gibt ein Standardfarbprofil, lebhaft, also vivid. Das haben wir ja auch hier eben schon gesehen. Und es gibt auch ein logarithmisches Farbprofil. Das ist dann natürlich sehr flach. Und man muss das dann im Nachhinein in der Nachbearbeitung anpassen. Das geht zum Glück relativ einfach, denn ihr könnt auf der Webseite von Insta360 eine sogenannte LUT herunterladen, eine Lookup-Table. Die wird dann einfach über dieses Log-File gelegt und dann habt ihr sehr saubere, sehr, sehr gute Farben und auch gleichzeitig einen sehr hohen Dynamikumfang im Bild dann drin. Ja, dann kann man hier noch den Aufnahmewinkel umstellen. Standardmäßig wird mit Weitwinkel aufgenommen. Ihr könnt dann noch Action View machen, dann wird so ein bisschen reingeschnitten und auch ein bisschen gestaucht. Dann gibt es Linear, wo dann die Linien im
im Bild quasi automatisch entzerrt werden, also gerade gerichtet werden. Ihr seht das hier auch an der Decke. Wenn ich das hier nochmal ändere, dann sieht man hier so ein, haben wir so Kurven, und wenn ich das hier auf linear schalte, dann sind die alle gerade. Und dann gibt es zu guter Letzt noch schmal, wo sehr stark in das Bild reingezoomt wird und man also quasi ranzoomen kann. Das alles natürlich ohne Qualitätsverlust, denn der Sensor ist noch ein bisschen größer. Ja, zu guter Letzt habt ihr dann hier die Möglichkeit, noch relativ schnell die Aufnahmeresolution, also die Auflösung einzustellen, 1440p oder 1080. Es gibt 24, 25, 30 und 50 FPS und 16 zu 9 bzw. 9 zu 16. Ganz interessant für alle, die zum Beispiel für TikTok oder Instagram filmen. Da kann man dann eben hier auch 9 zu 16 auswählen und entsprechend dann in Hochkant quasi filmen. Das geht hier ebenfalls. Ja, euch werden hier dann noch die verbleibende Akkulaufzeit und der verbleibende Speicherplatz angezeigt, und hier über diese Punkte kann man sich noch Zusatzfunktionen einblenden. Die betreffen allerdings nur hier das Live-Bild, was ihr hier habt. So kann man zum Beispiel ein horizontales Gitter einblenden oder auch ein Histogramm. Das wird euch dann da oben angezeigt, sodass ihr beurteilen könnt, wie hier die Helligkeitsverteilung im Bild ist, und ihr könnt euch hier noch Tutorials anschauen. Das geht aber auch hier, wenn wir mal zurückgehen auf die Startseite. Hier gibt es auch noch Möglichkeiten und Hilfen, aber wie gesagt, das ist dann was für ein eigenes Video. Soweit mein Video zur Bedienung der Insta360 Go 2. Ihr habt gesehen, die Kamera hat ein sehr, sehr interessantes Bedienkonzept, und was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, was ich auch schon in der Praxis ausprobiert habe, ist die Fernsteuerung hier mit der Ladeschale. Da habe ich die Kamera dann zum Beispiel am Fahrrad gehabt und kann dann zwischendurch einfach mal ganz kurz anhalten, ohne dass ich da jetzt irgendwie rumfingern muss und Knöpfe drücken muss, und kann dann hier drüber quasi fernsteuern. Und wenn ich dann alles gestartet oder beendet habe, dann mache ich einfach wieder zu und kann dann entsprechend den nächsten Take und ähnliche Sachen machen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, sehr, sehr durchdacht. Die Kamera ist und bleibt klein, trägt nicht dick auf, und man hat hier drüber über die Ladeschale eben die Möglichkeit, eine Fernsteuerung zu realisieren. Und wenn man die Kamera nicht mehr braucht, kann man sie hier reintun und dann auch aufladen. Wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich bin immer noch total begeistert von dieser Idee. Ja, ich hoffe, mein Video zur Bedienung der Insta360 Go 2 konnte euch so ein bisschen helfen und hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr mir gerne hier unten drunter eure Kommentare reinschreiben. Auch wenn ihr noch Fragen zur Kamera habt, immer her damit. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das würde mich echt freuen. Gerne könnt ihr das Video auch im Freundeskreis weiterempfehlen, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Und damit wir wachsen, vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke endlich mal zu drücken, damit ihr über die kommenden Videos eben auch informiert werdet. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.